Da hat man auch wieder die freie Auswahl. Das hat, glaube ich, bis jetzt das Beste. Da nochmal kritische Trefferchancen, 7,5% erhöht. Trefferschaden auch drauf kritischer, 5,5%. 5. Das um 8%, aber weniger Schaden als die anderen. Also vom Schaden und Leben ist das, glaube ich, das Beste. Mann, hier hätte ich auch, aber dann nur 1800. Das ist jetzt schwierig. Hier hätte ich sogar 9,5% Crit. Aber hier habe ich 25 Trefferschaden. Das heißt, die Crits, wenn ich dann Crit, sind es noch höher als hier. Ich glaube, ich nehme die hier. Ja, besser ist jetzt eigentlich nur keines mehr, oder? Das hier, ja gut, aber scheiß drauf. Gut, weil hier 39% kritischer Trefferschaden wären. Nee, also super, 28 haben wir schon. Rest machen wir kaputt. Dass wir da nicht in Versuchung kommen. So, Handschuhe. Was jetzt noch super wäre, wäre eine Brust. Boah, der Gürtel wäre natürlich auch geil. Da kann ich leider nur einen einzigen herstellen. Schauen wir mal, Brustschutz, das hier zum Beispiel. Da hätte ich gedacht, probieren wir jetzt die letzten drei da noch machen. Vielleicht ist eine bessere dabei. Dann wären wir wenigstens komplett Geld mal ausgerüstet. Boah, ich glaube, ich tue jetzt eine ganze Folge hier schon rumschmieden. 16% bessere Chance, magische Gegenstände zu finden. Ach gut, das kann man schon mal ganz wegschmeißen. Ich habe mal bei beiden viel Leben dazu. So, das wäre jetzt die Frage. Ja, würde ich aber ein bisschen schaden. Oh, ich habe so einen nicht mehr. Puh. Da würde mich das hier fast mehr reizen, auch wenn ich jetzt da ca. 400 oder 500 Schaden verliere. Ich habe hier aber mehr Leben und Magic Find drauf. Das wäre mir auf alle Fälle ehrlich gesagt lieber. Ja. Ja, Mann, was will man mehr? Heißt, wenn ich das jetzt grob durchrechne, 18.000 Schaden mehr als bevor wir angefangen haben zum Schmieden. Ich glaube, das lassen wir so. So lassen wir jetzt unser Set. Rüstung hat sich natürlich auch erhöht. Ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel schon 17,5%, 75%. Ach, was will man mehr? Goldfund 113, Magie 125. Passt. Durch ein Nephalm-Stack, wenn wir das komplett voll haben, kommen wir eher auf 200% Magiefund. Passt, so lassen wir's. Jetzt müsste ich natürlich gleich eine extreme Verbesserung feststellen dann, wenn ich da gegen die ganzen Mobs kämpfe. So, da. Steine weg, das da weg. Ja, haben wir halt nur mehr 5, aber die kommen ja dann eh dazu in Inferno, kein Problem. Gut. So, ist jetzt die Frage. Ach, scheiß drauf, machen wir weiter. Ist auch blöd, mittendrin jetzt aufzuhören. Vor allem, da ihr sich auch alle geil drauf seid und wissen wollt, ob man jetzt abgehen oder nicht. Oh, Gold! Da ist schon mal der Skeletor unterwegs. Wow! Wuhuhuhu, ist das geil! Das ist halt mal Schaden. So muss das genauso sein. Jawohl!
Sehr schön, naja. Dann brauchen wir uns jetzt bei den nächsten zwei Bossen auch nicht zu abquälen, beim Ghoul und beim Belial. Wunderbar, wunderbar. Naja, wir haben auch 15.000 Leben dazu gewonnen. Oh, schön, wie die da runtergehen. Naja. Schon fast zu einfach jetzt, aber es wird schon schwieriger werden dann. Auf Inferno. Zack, jetzt haben wir zum Beispiel einen. Alle, die den nicht kennen. Wenn man jetzt so ein Champion-Pack, Elite-Pack, Rare-Pack oder sonst irgendwas umbringt, bekommt man jetzt diesen Buff. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Stack. Das Ganze hält 30 Minuten lang an. Wenn ich jetzt innerhalb dieser 30 Minuten nochmal so einen Champion oder sonst irgendein Pack umhau, frischt er sich auf, erhöht sich auf 2 und ja, die 30 Minuten fangen wieder von vorne an. Pro Stack bekommt man 50% Goldfund und Magiefund Bonus dazu. Lässt sich halt raufstacken bis 5 Mal. Und ja. Na, da seht ihr, den auch gleich umgebracht. Und bei 5 ist dann halt Schluss. Das heißt, dann habt ihr insgesamt 75% mehr Magiefond und Goldfond und ja, hilft einem natürlich dann schon extrem weiter, wenn man dann irgendwie da auf Farmtouren ist. Jetzt kommt aber das kleine Aber. Sobald man umskillt, ist der komplette Stack weg. Wenn man auslockt, ist der komplette Stack weg. Wenn man einen Akt abgeschlossen hat und zum nächsten übergeht, ist der komplette Stack weg. Das heißt, man sollte sich vorher überlegen, mit welcher Skillung man zum Beispiel spielt. Man kann dann nicht drin entscheiden, keine Ahnung, ja, mit der farme ich die Mobs leichter und beim Boss würde ich halt die und die brauchen. Geht nicht. Man muss von Anfang bis zum Ende der Spielesitzung dann mit der komplett gleichen Skillung spielen. Also geht nicht anders. Aber dafür hat das Ganze dann halt auch extreme Vorteile. Ein 75% einfach so geschenkt bekommen, ist schon super für das, dass man da einfach nur 5 solche Packs umhauen muss und ja. Zack, 68.000 Schaden. Yeah. Ich glaube, ich erwischte ihn nicht. Ja, hab ihn nicht erwischt. So. Oh, geht der geil runter. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, natürlich sind jetzt auch mit diesen Werten da Inferno auf Monsterstufe 10 nicht möglich. Da bräuchte man mindestens so um die 200.000-300.000 Schaden, dass man da wirklich schön flüssig durchkommt, ohne viel zu sterben. Und da sind wir ja noch weiter von entfernt. Vor allem bräuchte man da noch ein paar geile Legendäres und sowas. So, da. Hinten liegt Gold, das will ich haben. So, falls ich irgendwie was da vergessen habe aufzuzählen wegen dem Nefallen-Buff, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Na, na jetzt ist das Ding nicht kaputt. Ja, und wie versprochen, sobald wir 60 sind, werden wir ja die Karte jetzt wieder komplett absuchen. Damit wir halt wirklich da die ganzen Champions und alles erwischen. Um den Buff da schön hochzubringen. Ein Wahnsinn, der Große geht runter wie Butter.
So mag ich das. Ne? Hol ihn raus, den Geist. Ich habe so das Gefühl, dass der hinten dann schon aus sein wird. Ja, aber kein Problem, drehen wir wieder um. Da wartet der auch schon einer auf uns. Ich hab keine Chance mehr. Ja, da hinten ist es schon. Egal, drehen wir halt nochmal um. Da tickt jetzt auch dieser Heuschreckenschwarm da drunter. Da ist jetzt, drei haben wir schon. Mal gerne mal da reinschauen und ihr seht schon, da haben sich die Werte schon ordentlich erhöht. Ja, jetzt will ich da noch schauen, bevor wir da jetzt zu cool gehen, möchte ich ja mindestens am 5er haben, wenn ich den dann umhau, dann haben wir 200% Magic Feind. Vielleicht droppt er ja dann was Tolles. Hopp, hier muss ich noch rein, so. Dann gehen wir halt zuerst hier rüber. Oh, ja, diese komischen Giftspinnen da. La la la, das ist zu einfach. Ja, Belial wird trotzdem nicht einfach werden, da mit seinem Scheiß, was er da immer abzieht, Boden schlagen und so. So, es ist auch 60 geworden. Na, Gratulation. Mädel. Ja, ihren Schaden müssten wir jetzt irgendwie noch pushen, weil die 111, das ist so erbärmlich. Ich habe schon überlegt, ob ich hier vielleicht auch einen Stab baue. Meine Niere ist noch 35. Ja, ich sehe die da. Magische Amulette, da ist auch noch Vitalität drauf, Stufe 15. Die Ringe sind 23, da das ist, das Ding ist 22, es ist... Gut, ich sollte vielleicht öfters dann anschauen, bevor ich das ganze Zeug hinmache, ob sie brauchen kann. Ah, okay. Da oben ist er nicht schon aus. Gut. Zur Not gehe ich nochmal im anderen rein, da habe ich eh nicht alles abgesucht und suche mir dort noch zwei so Champion Bags. Ja, und wenn ihr sterbt oder so, macht das überhaupt nichts, da geht er halt nicht weg. Nur, wie gesagt, hält halt nur 30 Minuten an, 28 sind es jetzt noch bei mir. Und er läuft halt dann auch irgendwann einmal aus, also er hält ja auch nicht ewig. Deshalb muss man dann halt immer und immer weiter farmen. So. Bang. Okay. Aber irgendwo finden wir schon noch zwei. Zack, zack, zack. Habt ihr das gesehen? Und hin sind sie. Einfach super. Da könnte man jetzt auch wieder diesen Zombie-Ansturm da ausprobieren, da mit dem Zombie. Den Zombie-Bären da. Die müssten ja jetzt auch gut abgehen. Oder die Fledermäuse, die wir da am Anfang immer oft benutzt haben. Aber inzwischen macht eh eigentlich alles gut Schaden. So, jetzt gehen wir nochmal schnell auf die andere Seite.
Und Pole Mount da. Da ist die Idee, ist eh noch viel unten erforscht. Klar, hätte mich jetzt auch können ins Auktionshaus schmeißen, zack, zack. Keine Ahnung, Wert setzen, sagen wir 5 oder 10 Millionen Gold ausgeben. Und ja, ich wette, da hätte ich ja mindestens. Naja. Ich schätze, so 80 bis 100.000 Schaden wären locker drinnen gewesen, dass ich die da raushol.